Im Zuge der bisherigen Ermittlungen sind zwei Verdächtige aus dem islamistischen Spektrum in den Fokus der Strafverfolgung gerückt. Bei beiden Beschuldigten wurden die Wohnungen durchsucht. Einer der beiden wurde vorläufig festgenommen. Wir prüfen derzeit, ob wir Haftbefehl gegen ihn beantragen. Die genaue Motivlage des Anschlags ist allerdings noch unklar. Am Anschlagsort sind drei textgleiche Bekennerschreiben gefunden worden. Danach erscheint ein islamistischer Hintergrund des Anschlags möglich. Unter anderem wird in den Schreiben der Abzug von Tornados in Syrien und, ich zitiere, die Schließung der Ramstein Airbase gefordert. Die Sprengsätze waren mit Metallstiften bestückt. Einer dieser Metallstifte hat sich in die Kopfstütze eines der Sitze im Bus gebohrt. Wir können daher von Glück sagen, dass nichts Schlimmeres passiert ist.